Hallo zusammen, es ist Dienstagabend. Normalerweise mache ich ja den Film am Mittwoch, aber ich denke mir, es ist ja momentan doch mal Erklärungsnotstand hier und da. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache diesen Film jetzt schon am Dienstagabend und natürlich dann den am Freitag auch. Vorab eins, ich habe am Wochenende diesen Film gemacht mit den 16 Aktien. Ganz kurz mal nur die Dinger, die eingelaufen sind, mal genannt. Also die Bayer sind eingelaufen bei 50. Ist jetzt wirklich noch nicht so der Bringer. Aber mein Gott, damit muss ich leben. Commerzbank hatte ich zwischen 5, wo sind sie, 5,50 und 5,25. Die haben nicht das Limit von 5 erreicht, der hätte ich ja auch nochmal gekauft, aber die hatte ich ja vorher schon. Deswegen, da bin ich jetzt auch long mit 5,37 noch was. Deutsche Bank, das war schick. Die ging nämlich runter bis auf den, na komm her. Die ging einmal komplett durch diese Soft Landing Area und ging hier auf 9,13 waren die sogar. Ich habe gekauft hier bei dieser Unterstützung, das waren 9,33, 8,33. Die habe ich auch long. Und was war Telekom? Die haben sie auch einmal durchgeschossen. Moment, es kommt. Die haben auf dieser Marke hier aufgesetzt und das war bei 14,50 habe ich die. Und ansonsten E.ON auch einmal komplett runter auf 9, wo habe ich die? Bei 9,66. Die haben die Soft Landing Area auch mal ganz kurz durchschlagen, aber das bei solchen Tagen ist das normal. So, die E.ON sind jetzt momentan bei 10,25. Die anderen Werte sind alle nicht dran gekommen, also bisher nicht. Und ich nehme jetzt auch erstmal die Limite raus. Ich habe mir das für mich und meinen Teil so überlegt. Ich glaube, der Markt hat hier ein bisschen Vertrauen dahingehend, dass da am Donnerstag was passiert. Ich glaube das nicht. Aber bis dahin wird er stabil bleiben. So irgendwo zwischen 12.500 und 13.200. Das ist so meine Ansicht. So nach dem Motto, die treffen sich da in Antalya und hoffentlich finden sie eine Lösung. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall bis dahin sollte er Platz haben. Das ist der DAX, nach wie vor die schwarzen Linien. Und ich habe jetzt eine, zwei Linien dazugefügt. Und zwar von den blauen, von den kurzen Fibos. Das hier ist das 76,4er von dieser ganzen Bewegung hier, von dem November-Low oder Ende Oktober-Low bis zum All-Time-High. Da haben wir relativ gut aufgesetzt. Darüber hinaus haben wir, also das habe ich nur wirklich nicht im Auge gehabt, hier ein Gap geschlossen am 6.11. Das war bei 12.480. Haben wir auch geschlossen jetzt auf Xetra-Basis. Es gibt hier noch eins, das ist vom 4.11. Das ist bei 12.324. Nur, dass ich es mal gesagt habe. Ich schaue jetzt nicht so sehr auf die Gaps, also nicht in dieser Marktphase, weil wenn da mal einer raus muss, dann muss er raus. Ihr habt es heute vielleicht mitbekommen. Kupfer wurde teilweise oder ist sogar immer noch vom Handel ausgesetzt, weil da einer einen Margin Call bekommen hat. Das macht mir ein bisschen Angst, weil wenn da einer ist, dann kommen andere. Und wenn einer fällt, irgend so ein großer, dann kann das einen Dominoeffekt bewirken. Das macht mir so ein bisschen Angst. Deswegen, ich habe mir für mich überlegt, ich werde also morgen Abend am Mittwoch, ja, irgendwie am späten Nachmittag bis in den Abend rein, werde ich also diese ganzen Schnüffelstückpositionen, das ist jetzt ungefähr 20% dessen, was ich habe, werde ich auf jeden Fall glatt machen. Ich möchte gern glatt in den Donnerstag reingehen. Sollen Sie mich positiv überraschen? Aber ganz ehrlich, ich meine, solche Kerzen hier, das ist ein ganz schöner Vertrauensvorschuss. Ja, fett runter. Wir waren ja auch irgendwie bei 12.500 und dann hoch auf 13.100. Nicht ganz das Hoch von gestern gesehen, aber auch nicht ganz das Low. Das ist mir ein bisschen zu viel Vertrauensvorschuss. Wir sind mit Mühe und Not wieder in das untere Band rein. Das obere ändert sich noch nicht. Also jetzt hier auf Xetra-Basis, das ist noch nicht. Wir sind jetzt gerade eben bei 12.828. Wo war denn der Xetra-Schluss? Oder ist der schon? Ja, genau, der ist schon. Der war bei 12.870. Das reicht mir noch nicht. Das fehlt mir hier noch. Auch, dass es hier unten ein bisschen hochkommt, finde ich schön. Ich brauche noch ein, zwei Tage, um hier mehr Vertrauen zu haben. Ich glaube, der Markt, die Händler, die Teilnehmer geben dem Markt zu viel Vertrauen. Und ich möchte gerne erstmal den Donnerstag sehen. Was ist denn, wenn die wieder alle nach Hause fahren, sagen, ist nicht. Ja, dann haben wir hier nochmal, und das fehlt mir eigentlich nochmal, ein Sell-Off. Und dieser Sell-Off, dieser Final Sell-Off, der kann tatsächlich gehen irgendwo so in diesem Bereich 11.800.
11.000, also ich möchte es nicht hoffen, 11.400, aber in der 11.800, da sind wir hier, kann der tatsächlich nochmal sehen. Ich vertraue dem Markt noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind, also jetzt für den DAX gesprochen, nochmal, die Bänder gehen noch nicht zusammen. Ja, das untere geht weiter runter, das obere steigt immer noch nach oben. Der VDAX New ist irgendwo bei, ich glaube, 44, habe ich ihn vorhin mal gesehen. Das ist viel, aber das ist auch gerechtfertigt. Ja, die Volatilität ist ja heftig. Ich habe noch nicht so viel Vertrauen in den Markt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich gehe lieber glatt rein in diese Besprechung, die am Donnerstag haben, und lass mich hoffentlich positiv überraschen. Ich möchte die Position ganz ehrlich nicht weiter aufbauen. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Ich hoffe, ich irre mich, aber wir werden es sehen. Ich habe von der Technik her, wie gesagt, es dreht zwar hier so ein bisschen, aber das ist nicht so der Bringer. Das ist hier auch noch nicht ausgestanden. Und Bollinger Band auch nicht. Ich darf nach meiner Art der Technik, darf ich da noch nicht rein. Dann gehen wir mal auf 4 Stunden. Da dreht es leicht hoch. Sowohl über den Oszillator als auch hierüber, als auch über das MACD. Wir sind im Band. Ich gehe davon aus, dass wir durchaus in den nächsten, sagen wir mal, bis morgen Abend, vielleicht sogar bis in den Donnerstagmorgen rein, eine Möglichkeit haben, den 20er gleitenden Durchschnitt zu sehen. Der fällt aber heftig. Aber so eine 13.200 stehe ich dem Markt allemal zu. Da habe ich kein Problem mit, also auch von der Technik her. Bis, wie gesagt, Mittwochabend maximal. Donnerstagvormittag. Von der Stunde her waren wir, glaube ich, jetzt sogar schon ein bisschen höher. Ja, genau, hat er mal wieder ein bisschen runtergedreht. Es ist erstaunlich, dass der heute auch wieder so diese fast die 13.100 angebissen hat und geht dann wieder fett runter über rund 400 Punkte. Tja, also das Ding ist nach wie vor, also unabhängig von der Technik, ist für mich dieser Kriegszustand nicht ausgestanden. Da befürchte ich, kommen immer noch schlechtere Überraschung, ich hoffe, ich irre mich, aber das werden wir sehen. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht und ja, ich mache sie diesmal wieder hier rein, weil ich habe das am Wochenende irgendwie hier an die Seite gepackt. Tut mir wirklich leid. Ja. Kam sofort, Leute. Ich habe einen ganz schicken Schein gefunden hier, eine super Kennnummer, die hatte ich auch noch nicht. HR 3001, das ist der Call, Basis 12.104. Da sind wir. Hier ungefähr. Unterhalb des 50ers von der ganz langen Bewegung Corona-Tief bis zum All-Time-High. 150 Punkte drunter. Hat aber auch trotzdem momentan einen Hebel von 16. Für den Put, da habe ich die GK11MG und zwar mit 13.549. Da sind wir ungefähr hier. Also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass, also nochmal, ich werde die Position glatt stellen zwischen Mittwoch späten Nachmittag und wahrscheinlich Donnerstagmorgen, aber ich glaube, ich bin am Mittwoch schon raus, dass ich mir das in aller Ruhe anschauen kann, verfolgen kann, was die da entscheiden. Und ich hoffe, sie entscheiden was Gutes für die Menschheit. Und aber sollten wir bis dahin irgendwie so in diesem Bereich 13.200, 300 gehen, werde ich mir den hier reinlegen, aber mit kleinem Volumen. Und die Aktien, die ich habe, die Schnüffelstücke, die schmeiße ich raus. Bleibt klein. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Es macht keinen Sinn, hier den Helden zu spielen. Das kann der Deal des Jahres werden, das kann aber voll in die Hose gehen. Ich wünsche euch was. Bye bye.